Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, und zwar Try It's Fusion. Und ich denke mal, das wird nicht so lange gehen, das Projekt, denn ich werde... Ja, erstmal muss ich jetzt mal hier beginnen, sonst... Ich fange ja direkt an, mittendrin anzufangen, denn... Ich muss schon sagen, ja, ich habe eben aufgenommen und das hat nicht so wirklich funktioniert, deswegen... Muss ich das alles nochmal machen und ich hoffe, ja, bla bla bla. Das hat jetzt geklappt, dass ich hier den Speicherstand gelöscht habe. Ja, 0% erfüllt, so. Denn ich habe noch einen zweiten Account, womit ich das jetzt hier nochmal spielen werde. Für meinen ersten Account habe ich das schon fast durchgespielt. Aber ich will das natürlich nochmal von vorne zeigen. Und ja, was ich schon mal sagen kann, die Try It Story ist in ganz vielen Kapiteln aufgeteilt und ich werde, denke ich mal, in jeder Folge ein Kapitel abschließen. Und ja, dann muss ich mit den Haien des Grünschnabels anfangen. Und das Trainingsprogramm 1 ist das erste Level. So. Der Ladescreen geht sowieso ein bisschen länger, deswegen... Auf jeden Fall will ich gleich noch darüber reden, was bei vorgestern rausgekommen ist. Also, wo die Aufnahme jetzt ist. Vorgestern halt. Ja, das, und zwar das PS4-Update. Und jetzt... Oh, jetzt reden die wieder dazwischen. Egal, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Denn ich erkläre sowieso... Auf jeden Fall ist vorgestern das PS4-Update rausgekommen. 1.7.0, glaube ich. Und da ist die Share Factory drin gewesen. Das ist so ein Videobearbeitungsprogramm. Und was richtig geil ist für mich, man kann jetzt die Videos auf den Stick ziehen. Und das ist erleichtert für mich echt extrem viel. Denn ich muss das vorher immer bei Facebook hochladen. Und das hat immer so lange gedauert und so. Und ja. Aber ich kann jetzt ja starten, und zwar Trials ist einfach ein Geschicklichkeitsspiel, wo man halt am besten so wenig Fehler wie möglich macht. Und zwar kann man sich nach vorne lehnen, nach hinten lehnen, um halt das Gleichgewicht zu verlagern und Gas geben und bremsen und... Ja, eigentlich ist das ja schon alles, ne? Also, eigentlich kann ich ja mal direkt starten, denn das wird hier so ein bisschen erklärt. Ja, das ist ein Checkpoint. Hier kann man, wenn man immer da vorbeifährt, dann wird er aktiviert. Und mit der Kreistaste kann man dann von hier wieder starten. Das werde ich vielleicht, also in den späteren Leveln auf jeden Fall richtig oft hier benutzen. Und hier erklärt er hier am besten vor einer Rampe immer nach hinten lehnen und dann kann man nach vorne. Dann ist man einfach schneller. Genau. Und das war auch schon das erste Tutorial-Level. Ging ja nicht ganz schnell. Und das tut mir auch irgendwie extrem leid, dass ich so lange kein Video mehr gebracht habe. Aber ich glaube, das werde ich schon in einem anderen Video gesagt haben, weil ich das hier erstmal... bisschen viel aufnehmen, also vorproduzieren. Aber es lag einfach nur daran, ich hatte halt keine Lust. Das ist einfach nervig mit den Facebook-Hochladen gewesen und so. Aber jetzt, das ist echt richtig cool, dass man jetzt das auf den Stick ziehen kann. Das werde ich auch hier auch als erstes natürlich probieren, benutzen und das auch rendern. Das wird dann bestimmt richtig gut sein und richtig schnell und, oh, voll geil. Genau, und diese Share Factory ist halt ein Videobearbeitungsprogramm, kann man sich kostenlos downloaden. Und das ist, habe ich schon 3-4 Clips gemacht. Das ist voll cool. Hä, Leute, German Chris? Da sieht man meine andere Zeit. Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich mich von eben von der Fail-Aufnahme noch ein bisschen toppen. Oder versuchen. Ja, dann versuche ich das mal, ne? Na komm. Oh, jetzt geht's hier los, ja. Duell gegen mich selber. Genau, und wenn man Freunde hat, die das Spiel hier spielen, die werden hier auch so angezeigt, wie jetzt hier mein German Chris Guys. Und das ist eigentlich ganz cool. Da kann man so ein bisschen so kleine Wettbewerbe mit den Freunden machen. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Kann ich empfehlen. Das sind 20 Euro und das ist nicht viel Geld. Wenn man das mal hat, dann kann man sich das mal holen. Also, so ist es ja nicht, ne? Na? Na, 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 na? Oh, Zeit getoppt, ey. Zack. Neuer persönlicher Rekord. Das ist... Na, 10-Jährige-Rekorde noch, weil die, glaube ich, online gespeichert werden. Und da fällt die Windmühle um. So, dann ab ins nächste Level, würde ich sagen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht über 15 Minuten gehe. Denn das kann man auch nicht wirklich einstellen, dass es länger geht. Also ich muss wieder natürlich bei 14 Minuten so aufhören. Und ja, ich kann dann so ein bisschen über das Update reden. Und zwar, man kann jetzt zum Beispiel auch die Lichtleiste des Controllers heller und dunkler machen, damit der Akkuverbrauch weniger ist. Oder, ja, was war noch? Genau, für den Clips kann man jetzt, die kann man jetzt so machen, dass es nur eine Minute ist oder 5 Minuten oder 10 Minuten. Keine Ahnung, wozu man das braucht, vielleicht wenn man einen kleinen Clip haben will oder so. Und, oh, das war ein Fail. Fail of the Week, von vorne. Ja, und man kann jetzt bei den Streams, die wollen auch so ein bisschen, das wurde auch schon so überarbeitet, das Streaming-System. Und zwar kann man jetzt auf 720p streamen. Und,
wenn man jetzt auf Fullscreen streamt, dann kann man trotzdem sehen, ob man Kommentare bekommt und so. Und dann kann man auch die letzten Kommentare alle angucken. Glaube ich jedenfalls, weil so wie ich das da mitbekommen habe. Und ja, finde ich auf jeden Fall cool, was sie da alles jetzt so reinpatchen. Und man sieht, ich top mich mal hier wieder extrem gut. Musste mich auch eben so eher ein bisschen einspielen, weil ja, so heftig gut war ich jetzt wieder nicht. Ah ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe das Spiel schon gespielt auf einem anderen Account. Deswegen kann ich das auch einigermaßen gut schon. Ich bin ja schon bei den extremen Leveln, wo ich nur eins schon geschafft habe mit 100 Fehlern oder so. Also, ist nicht leicht. Auf jeden Fall nicht. So, ab ins Observatorium. Und man braucht auch viele Medaillen. Also man muss jetzt nicht unbedingt, glaube ich, nicht überall Gold machen. Auf jeden Fall braucht man aber trotzdem ganz viele Medaillen, damit man die nächsten Strecken, die nächsten Kapitel freischaltet. Weil, ja, das ist einfach so. Aber ich denke mal, bei den ersten Level schafft das jeder, nach ein paar Versuchen die Goldmedaille zu holen. Denn so schwer ist es jetzt nicht im ersten Kapitel. Hab sogar ich geschafft nach ein paar Versuchen. Auch wenn ich oft probiert habe. So. Ah, kacke. Guck mal, da bin ich auch schon wieder schneller von eben gewesen. So. Jetzt nach vorne lehnen. Komm, 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 komm. Ich überhole mich doch noch. Ja, 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 guck. Zack. Mies überholt. Und noch ein Vorwärtssalto hier. So. Ich bin scheiße gelandet. Ah doch, ich werde mich auf jeden Fall toppen. Auf jeden Fall. Ich habe da nämlich so ein Fail gemacht auf dieser Map. Das war genau hier. Da siehst du, da stehe ich schon. Und ja, diesmal habe ich die Gold. Und jetzt habe ich auch schon das Arktische Open freigeschaltet. Ich bin da nämlich vorhin fast umgekippt. Und dann habe ich da, glaube ich, 2-3 Sekunden verplempert. Und ja, jetzt habe ich das ja easy win geschafft, ne? So. Jetzt kommt das... Aber hä? Persönliche Daten? Ja, bla bla bla. Jetzt kommt das schmutzige Derby. Ja, was soll ich denn noch erzählen? Ich habe jetzt noch so letztens Battlefield gespielt mit einem meinen Abonnenten. Der hat mich mal geaddet und ganz lieb gefragt, so, ja, können wir mal spielen. Finde ich auch nett. Auf jeden Fall. Aber was ich noch sagen soll, weil wir nämlich addet, schreibt mir bitte, weil beim Adden kann man auch reinschreiben, eine Nachricht. Ich kriege einfach nur Anfragen und dann frage ich immer, wer bist du? Ja, wo soll ich denn wissen, wer das ist? Ihr könnt auch da einfach reinschreiben, ja, hallo, ich kenne dich von YouTube oder sowas. Und ich kann da auch nicht einfach jeden Fremden annehmen, also ich nehme nicht jede Person einfach so an. Könnt ihr reinschreiben, warum und so. Dafür ist die Funktion auch da, dass man so ein bisschen reinschreiben kann, ob man, von wo man einen kennt oder ob man ein Freund ist oder so. Ja. Genau. Mehr wollte ich nicht sagen. Dazu. Ach ja, genau. Ich werde auch später weniger reden, weil das einfach schwer sein wird. Hier muss ich mich konzentrieren, ne? Ist ja klar, bei so einem Geschicklichkeitsspiel muss man sich konzentrieren. Und jetzt halt, anscheinend toppe ich die wieder, weil ich einfach so Pro bin, ey. No, oh, ich bin aber ganz schön schnell gewesen. Einfach easy rüber und das ist die Rampe. Und das Ziel und... Oh, aber ich habe ihn noch getoppt. Das ist geil. Und eine Gold. Auf jeden Fall will ich im ersten Kapitel alle Gold holen. Denn das muss doch mal, das muss auf jeden Fall drin sein. Das ist der Cliffhanger. Die Map ist auch ganz cool. Vor allem Trials ist richtig cool designt. Im Hintergrund passieren ganz viele Dinge. Das ist einfach dynamisch einfach. Das ist nicht so langweilig gestaltet. So. Da passiert einfach so immer was im Hintergrund. Auch so eine schöne 3D-Welt. Ich kann auch mal irgendwann mal den Streckeneditor zeigen. Der ist auch... Also ich kann den überhaupt nicht, ne? Vielleicht schaffe ich das ja irgendwie beim Aufnehmen, eine kleine Map zu erstellen, die wahrscheinlich richtig scheiße sein wird. Denn ich check den Editor überhaupt nicht. Dafür gibt's... Oh mein Gott, nein. Schlecht. Ja, auf jeden Fall verlinken die da noch irgendwie so einen YouTube-Kanal, da wo man Tutorials angucken kann und... Da kann ich mir ja irgendwann mal reinziehen, wenn ich mal Bock habe, eine Strecke zu erstellen. Jetzt habe ich gerade keinen Bock, eine Strecke zu erstellen, denn jetzt will ich erstmal hier die ganzen Kapitel durchspinnen. Und, oh, irgendwie bin ich wieder übertrieben schneller als eben. Und ich immer beim Sprung lehne ich mich nach hinten und dann wieder ganz schnell nach vorne, weil das ist so ein Bunnyhop, da kommt man ein bisschen weiter voran. Und jetzt schön nach vorne lehnen, ob man nicht nach hinten kippt. Und hier auch nochmal, so. Und jetzt hier nach hinten ziehen und jetzt nach vorne. Einfach damit man besser die Rampe hochkommt. Bin ich ja fast umgekippt und schon wieder fast. Ja, diesmal habe ich Gold, oder? Ja, überall Gold. Das ist geil.
So. Zack. Weiter. Und jetzt kommt die... Der Technikparcours. Der ist auch ganz cool. In jedem Kapitel gibt es einen Technikparcours. Und hier ist es der Balanceakt. Und hier darf man sich nicht neigen. Also nach vorne, nach hinten lehnen. Sondern man darf nur mit dem Gas fahren halt. Da muss man halt immer gucken, wie schnell und wie langsam man fahren muss. Aber ich gebe jetzt erstmal Vollgas hier. Denn ich will jetzt hier so hier rüber. Über den Abgrund, genau. Und jetzt hier auch nochmal ein bisschen schneller fahren. Perfekt gelandet. So. Jetzt hier vorsichtig. Zack. Jetzt hier auch nochmal vorsichtig. Nein, 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 nein. Lol. Nee. Hier hole ich auf jeden Fall noch die Gold. Das mache ich noch. So. Ah, das war scheiße. Ja, genau. Jetzt bin ich hier drüber. So. Hier auch nochmal rüber. Und hier. Und hier. Ah, das war kacke. Das war kacke. Ah. Bremsen. Oh, oh. Oh, oh. Profi hier. Profi am Werk. Jetzt hier rüber. Oh, 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 oh. Also Bremse, wie man sieht, die bringt es richtig, wenn man die richtig einsetzen kann. Und ich glaube, ich habe jetzt schon Gold. Ich glaube, ich habe jetzt schon Gold. Na, ja, egal. Oder? Ja, Gold. Gut. Das war schon das erste Kapitel. Und ich denke mal, ich werde einfach in jedem Kapitel, in jeder Folge ein Kapitel durchgehen. Und man sieht, ich habe auch schon fast dieses nächsten Preis da mit den Medaillen. Auf jeden Fall, ja, war es das mit dem ersten Part. Als nächstes geht es weiter in den, im arktischen Open. Kann ja mal hier reinschauen, wie viele Maps hier sind. Zack, 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 zack. Hier auch wieder ein Technikparcours und der Fusionskraftwerk, das ist echt cool. Darauf könnt ihr echt... Könnt ihr euch freuen in der nächsten Folge. Denn das ist echt cool. Aber ich kann nämlich nochmal schnell in die Werkstatt gehen. Und meinen Fahrer vielleicht mal ein bisschen ändern. Ich habe glaube ich schon ein paar Klamotten freigeschaltet. Weil man wird ja, kommt ja auch Level up, wenn man die Strecken schafft. Na? Doch, genau. Das ist das, was ich jetzt habe. In meinem anderen Account habe ich immer die Kleidung hier an. Ach, guck mal, die kann ich sogar nehmen. Ja, siehst du, dann kaufe ich die auch direkt. So. Und die Farben anpassen. Rot natürlich. Viereck. Nein. Ach, hiermit. So. Und den Helm noch. Oder irgendwie sieht das komisch aus, ne? Egal, das kann ich beim nächsten Mal ändern. So, dann damit würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Wir sehen uns in arktischen Open. Und ja. Tschüss.